Hallo ihr Lieben, wir machen hier weiter mit Desynced. Und hallo Isra, hallo, 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 hallo. wo war ich denn eben stehen geblieben? Ach, das ging ja lange, das hat ja lange gehalten, also. Und er ist weg, weg und ich bin wieder allein, allein. Ist ja so ein bisschen hart belassen. Oh, hier, pass mal auf, fahren wir dahin. Ja, cool. Geil. Nice. Ich kann endlich Obsidian unterwegs abbauen. Das ist ja schon mal 10 von 10. Wie hast du das denn geschafft? Ja, nicht lange gedauert zu begreifen. Hey, Mensch, bau doch einfach mal Kommandoschiffe. Ah. Setz zwei Türme drauf und dann sollen sie ablasern. Die sind voll Laser. Das funktioniert nur mit den. Ja gut. Ach, doof. Aber besser wie nicht, ne? Pass mal auf. Du transportierst dein Kram hier bitte rüber. Flump, 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 flump. Na, also geht doch. Da muss der erstmal drauf kommen. Da muss aber erstmal richtig drauf kommen. Das klang gerade sowas von dermaßen falsch. Tschüss, Monetarisierung auf YouTube irgendwann mal. Lol. Ja, Freunde, wir machen hier auf jeden Fall weiter. Und. Wolltest du eh durch? Ich monetarisieren? Um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kriege mich ja selber nicht monetarisiert. ich habe was zwischen den Zähne. Das wollen deine Zuschauer nicht wissen. Naja, zum Glück habe ich keine Facecam. Stell dir mal vor, Alter, ich sitze hier total geistesabwesend und popel mir da erstmal eine Zähne rum. Stelle fest, lecker, es war ein Stückchen Schinken. Wenn eine Zähne ist. Biss rein ins Gehör, dann kräftig rühren. Ja, viel Spaß, ihr Lieben, mit diesem Kopfkino. Ich hoffe, es gefällt euch. Oh, scheiße. Ja. Herzlich willkommen auf dem Cringe-Kanal. Hat ja nicht lange gedauert. Also, wir geben uns natürlich die größte Mühe. Verkackt. tut mir leid, ihr seid hier leider falsch. Wo fährst du jetzt hin? Wo fahrt ihr hin und warum fahrt ihr hier hin? Ihr habt was verpasst. Was tun sie? Was passiert eigentlich, wenn ich raustappe? Kann ich raustappen? Der Spieler hat die Verbindung verloren. Mal so ganz pauschal in den Raum geworfen. Nee, keine Ahnung. Gut. Ich wollte hier oben bauen. Ich wollte hier großen Bau machen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal schon so war. Seit der letzten Folge dieser Folge, glaube ich, steht hier immer nur leider Schaden, weil die hier vorne irgendwo ranbaggen, ja. Und dann irgendwo hier Schaden kriegen. Whatever. Mega uncool, muss man sagen. Nicht lecker. So, ich habe ein neues Gebäude hier irgendwo gebaut, das wusste ich noch. Ich habe hier irgendwo ein neues Gebäude gebaut, um was zu automatisieren. schön. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich es hingesetzt habe, ne? Ich habe extra hier irgendwo ein Gebäude gebaut, um die Lasertürme, von denen ich euch in der letzten Folge gezeigt habe, von der Fäulnisforschung, die wollte ich automatisieren. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wo das Gebäude hingekommen ist. Wo ist denn das Gebäude hingekommen? Ich hab's befürchtet. Ich weiß es nicht. Pass auf, wir machen was. Ich hab eine Idee. Oh. Halber mein Bier. Kann nur gut werden, 10 von 10. Wo trümmern wir das Ding denn hin? Irgendwo, wo es Sinn macht und wo es nicht im Weg steht. Ich glaube, Tatsache sogar hier auf der Ecke ist gut. Pass mal, da setzen wir den hin. Wir bauen direkt ein großes Lager daneben. Wo sind die Gegner? Im Trümmerhaus. So, und da backen wir noch, da backen wir uns noch einen Konstruktor. Acke, backe, Kuchen. Bin ich mal gespannt, wie lange der ganze Spaß hier dauert. Oh, gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall schon mal gut geleert, ne? Mhm.
lasst uns nicht zu lange stehen. Wir wollen noch nach Bremen. Bremen ist eine große Stadt. Da gehen alle Leute was. Nein, tu's nicht. Nein, tu's nicht. Kann doch da nichts für. Du haust irgendwas raus und... Oh, Mann. Und bei mir geht's einfach nur schalalalalala. Dam, dam. Dam, dam. Sorry, ich lenk dich voll ab. Es tut mir echt leid. Alles gut, alles gut. Aber nicht weh. Hör ich deinen leichten Anflug von? Mi, 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 mi. Dam, dam. So, Luke. Hier. Du trümmerst mal das Gebäude kurz weg. Danke. Noch irgendwelche Sachen hier in der Nähe, die weg müssen? Was ist er denn hier? Eine große Tanne mit Quarzsand. Oh, und dann trümmerst du das Ding auch mal weg. Komm, Oshi, mach ein Lager rein. Genau, Oshi, gib alles. Danke. Und jetzt will ich 10 Kommandofahrzeuge haben. Oh mein Gott. Oh. Hier ist irgendwas, hier habe ich irgendwas zerlegt. Also, hier ist irgendwas definitiv drauf gegangen. Wir fangen an, das Gebiet zu erweitern. Wir fangen an, das Gebiet zu erweitern. All die, weil die ich ja gesagt habe, ich hätte ganz gerne. Gibt es nicht keine großen Strommäste schon? Jetzt wollen wir mal nachgucken hier. Weil ich ja sagte, all die, weil die. Es gibt keine Strommäste. 3, 4, 6, 7. Reichweite 15. 4, 6, 7. Reichweite 15. Oh, gut. Weil ich ja sagte, wir wollen hier noch ein bisschen uns erweitern und ein bisschen umbauen und machen und tun. Ich hätte das ganz gerne ein bisschen besser sortiert, den ganzen Mist hier. Machen wir auch gleich. Ja, machen wir definitiv gleich. Aber vorerst möchte ich ganz gerne einmal die Fäulniswaffen haben. Wo sind sie denn? Lass mal Tom eine Fäulnisforschung. So faul, ne? Endlos. Faul wegen Fäulnis, ne? Ja. Aha. Du bist so faul, Junge. Oh nein. Junge. Ich überlege. Und wie du wieder aussiehst. Ich überlege auch Tatsache, das Ganze hier alles so ein bisschen umzubasteln. Und zum Beispiel hier bei den Gebäuden, wo ich meine Waffen vorproduziere, einfach Produktionsketten hinzustellen, dass alles quasi im Umfeld transportiert wird und via Teleporter hin und her teleportiert wird, plus Drohnen. Ich glaube aber, das wird ein ziemliches Chaos, weil wir die Menge einfach da nicht herstellen werden. Wenn ich mir überlege, was ich brauche jetzt für die blauen Kristalle, für die blauen Datenwürfel, brauche ich ja einmal geschreddertes Kristallpulver, also Quarz und Rohkristall. Dann brauche ich dafür die hochenergetischen, hochdichten Rahmen, man. Also für die hochdichten Rahmen brauche ich Kabel, das ist too much. Also die Kette wird definitiv zu lang, das funktioniert schon mal nicht. Und hier können wir Paul mal wieder ausmachen, PW Paul. Es bringt sogar so ein Effizienzding in den Bergbau reinzuschmeißen. Ja? Ja. Ich frage mich, wo wir die Forschung oder wann wir die Forschung bekommen, dass wir die anderen Bergbaulaser bauen können. Welche? Es gibt zwei verschiedene. Ja, yeah, ich weiß, die schnelleren meinst du, genau. Ne? Da bin ich noch im Rätselraten, wann wir an die Forschung rankommen. Wahrscheinlich gar nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Brauchst du aber auch nicht. Brauch ich nicht? Ne. Pass mal auf, wir bauen mal... Du schmeißt einfach zwei Effizienzmodule rein und dann bist du ja bei 140%. Ja, aber wenn du den anderen hättest, kannst du ja auch nochmal zwei Effizienzmodule reinpacken. Ja. Mein Gott. Ich könnte viel besser sein. Ja, das macht aber Tatsachen extrem Unterschied. Wenn ich mir hier zum Beispiel jetzt die Scouts angucke, beziehungsweise die Ingenieure, mit denen ich abbaue, da braucht der normale Bergbaulaser, braucht jetzt mit 4 Effizienzmodulen 3,2 Sekunden. Der andere Bergbaulaser braucht nur noch 1,6, das ist mal eben kurz die Hälfte. Oh mein Gott. Na, also das ist schon ordentlich. Das nicht zu unterschätzen. Ja, okay. Ne? Also da ist es aber 10 von 10, was ich da sehe, du. Ja, okay, jetzt mach mal halblang, ey. Übertreib mal nicht, ja? Ja, volle Eskalationsstufe, weißt du. Direkt durch, direkt rein, direkt... Themawechsel.
Lalalala. Kekse. Baut er eigentlich schon die Roboter oder... Oha! Also Laser sind auf jeden Fall schon in Coming. Was ist das für eine Größe vom Modul? Das ist ein... Das sind S-Module? Oh, wie geil! Da kann ich direkt zwei Stück von planten. Pass mal auf. S-Modul. Dahin. Prio. Ne, nicht den da. Nicht den da. Den da. Hier. Prio ganz oben. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Das kann ich auch nur zurückgeben. Da geht mir glatt einer ab. Oh. Ich überlege auch gerade, ob ich nicht irgendwo hier überall Drohnen positioniere, die den ganzen Quarzan-Scheiß, der hier rumfliegt, aufsammeln und irgendwie abtransportieren, ob das funktioniert. Ob man denen den Befehl dazu geben kann, von wegen, hier Ebenchen, sammel mal auf, mach dich mal nützlich. Es sind ja eigentlich nur kleine Komponenten, ne? Ist ja eigentlich nichts bei. Bye. Ich bin wieder... Mann, ja. Ich gehe hier gleich hier am Mobbing. Oh, das kann ich auch gut. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Wir nehmen uns da beide nix. So, hier ballern wir mal zwei S-Komponenten. Oh, es kommen neue Viecher, wa? Ist soweit? Kommen neue bei dir? Ja, jetzt sind sie bei mir auch soweit. Cool. Bei dir waren sie ja schon vorher soweit. Ja. Aber jetzt sind sie bei mir auch soweit. So, haben wir noch Schilde? Wo haben wir die Schilde? Sind das die Schilde? Das ist kleiner interner Schildgenerator. Sehr schön hier damit. Kannst du doch immer zwei reinpacken. Lass mal meine Truppen umpositionieren. So, und haben wir das Problem schon mal erledigt. So, Achtung, ein fallender Sturm naht. Oh nein, wie schrecklich. Ich habe solche Angst. Mama, ich will nach Hause. Oh, das erinnert mich an die Lieder von Heinchen. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, den hatte ich dabei auch gerade im Hinterkopf. Ich kann doch nicht so hoch und so lange das Mama ziehen. Ja. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ich will es auch gar nicht schaffen. Herzlich willkommen im Casting bei... Keine Ahnung, was. Ups. Upsi. Ja, hoppala. Ja, cool. Jetzt baue ich schon die menschlichen Fabriken. Geil. Sehr schön. Mit den menschlichen Fabriken kann ich doch dann rein theoretisch eine neue Blaupause erstellen. Also nicht wundern. Ja, der Istra, der ist da, so was Forschung betrifft und sowas, gerade ein bisschen flinker wie wir. Ich bin aber auch jemand, der baut ein Zwischendurch nochmal um und macht und tut, ne? Also nicht wundern. Was? Nein? Nee, weiß ich nicht. Ego nicht, also ich bin da auch raus. Ja, okay. Freundes Kotz, Kristallbrocken brauchen wir noch. Da haben wir ein paar wenig von, sagt ihr? Kleiner fortschrittlicher Turm. Hä? Hatten wir den vorher auch schon? Nee. Ein längerer, kleiner, defensiver Turm. Einmal zu viel kleiner drin, Lul. Länger und kleiner in einem Satz ist nicht schlecht. Nein, kleiner, steht hier. Na, der Kleine. Ein längerer, kleiner, defensiver Turm. Alles klar. Die Übersetzung schon mal 10 von 10 richtig gemacht? Musst mal bei Montageanlage gucken. So, Montageanlage. Und welcher Turm ist das? Er heißt kleiner, fortschrittlicher Turm. Den ist eine kleine Komponente übrigens. Den habe ich wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Echt nicht? Oh. Interne Komponente, kleine Komponente.
Fäulnis Turm, oh, kleiner Turm. Vielleicht gehört es zum Menschen. Das doch kann hier, natürlich kleiner fortschrittlicher Turm. Ein längerer, kleinerer, kleiner. Ja, alles klar. Genau. Hey, Digi. Interessant. Das macht einen Schaden. 5 hat Reichweite 8. Der macht genauso viel Schaden, genauso viel Reichweite. Aha. Wie? Wie der Fäulnisturm. 5 zu 8. Aber der Fäulnisturm macht mehr Schaden in der Sekunde. Und der hat anscheinend 2 Laser als ein. Oh. Muss man ausprobieren, naja. Weiß man nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja eher der Photonlaser-Typ. Ich hätte gerne so geile Artillerie. Buh! Laser, wie du abgehst. Voll Endlaser. Entlaserifiziert. Pass mal auf. Dich knüppel ich da mal oben drauf. Dann habe ich hier ein Reparaturgebäude gebaut. Ein Teleporter habe ich hier stehen. Der hat eine Reichweite von. Der passt da wunderbar rein. Und dann machen wir hier nochmal ein paar Lager hin. Oha. So, dann bauen wir hier nochmal ein paar Dinger rein. Ja, die bringen sie auch direkt, sehr schön. So, und jetzt hätte ich ganz gerne, dass du... Auf der Welt, nee, Information, alles was, ups, Information, abgelegte Gegenstände endlos aufsammelst und hier einlagerst später. Achso, warte, endlos. Ja. Funktioniert super. Ich habe den Bogen dann nicht so ganz raus. Also ich sag ja, es... irgendwann Gesundheit oder Gaini-Gaini. Gesundheit oder gute Nacht, wollte ich sagen. Gott, oh Gott, oh Gott. Gesundheit oder Gaini-Gaini, Alter. So, die beiden parken wir mal hier hinten in der Ecke. Und für euch habe ich eine ganz gute Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid ins System integriert. So, für euch beide gibt es hier jetzt ein Gebäude, was so Spezialsachen baut, glaube ich mal. Weil so eine Scanner habe ich wahrscheinlich noch nicht automatisiert, ne? Weil ich wüsste nicht, was ich damit anfangen solle, genau. Scanner sind noch nicht automatisiert, das heißt, wir bauen ein neues Gebäude, Bibliothek, eigene Bauplausen. Ein Fertige. Oder machen wir mal 2 Fertige hier hin. Bitteschön, danke. Blauplausen. 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 Blauplausen sind ganz wichtig. So, den Bums lädt ihr mal hier ein. Und wir singen alle Bumsfalla. So, Information, nicht Konstruktion, hier rumliegen die Gegenstände, endlos, ja. Genau, ich schreibe Fabrik mit... Fabrik. Die gemeine Fabrik. So, menschliche Fabrik. Läuft. Gönnung. Habe ich dafür alles? Ich glaube, nein. Brauche die großen Module noch. Die hier. Kleines Effizienzmodul. Das funktioniert noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also bei mir geht's richtig gleich ab, ey. Endlos. Macht er was? Bei mir burnt der Hund. Macht er nix. Macht er absolut nix, macht er. Nix macht er, ist aber nicht gut. Nee. Wenn er nichts macht. Fehlen da noch irgendwelche Sachen. Pass mal auf, du kriegst das mal ein Radar. Und hier so eine KI-Komponente von mir. Ein Radar, eine KI-Komponente, warte mal. Radar. Internes Radar. Radar. Radar, 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 Radar. Eis auf die Zunge.
Lol. Oh, tatsächlich. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum. Gut, wir bauen hier auf jeden Fall Scanner. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. So, zwei Scanner brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen vier. Mal so, mal vier Stück. Damit habe ich ihn. Ganz dezent. Obwohl, nein, mach mal zwei. So, und hier baust du mir... Dann habe ich die Scanner. Jetzt brauche ich noch irgendwas zur Verteidigung. Dann baust du mir nochmal zwei davon. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, hallo? Oh, habe ich die gar nicht ausgewählt? Entschuldigung, bitte. Hallo, hallo. Hallo? Hello again! Suchfilter, Information auf der Welt, ja. So, visuell, Information auf der Welt, diese Dinger endlos und bitte einlagern. Funktioniert sowas von nicht? Jetzt geht's ab, Kollege, jetzt geht's ab. Jetzt geht er ab, nun eskaliert er, nun dreht er durch, sagst du? Oh, jetzt gehe ich richtig ab. So, ich krieg es halt nicht geschissen, dass die Drohnen hier vorne losfliegen und einfach nur den Bereich hier sauber halten, ne? Das würde mir schon reichen. Wenn er den Bereich hier sauber hält, wäre das ja schon 10 von 10. Ja, das würde ich auch schon einige Male feiern. Also, weil also, hier liegt Scheiße rum. Real Talk. Und ich vermute mal, das ist auch der Grund dafür, warum die Performance langsam in die Knie geht. Zu viele Einheiten. Ja, und mein Bot geht gleich drauf, weil er hier die ganze Zeit dumm hin und her fährt und ich weiß einfach nicht, warum. Da steht nichts im Weg. Hm. Kann man es irgendwie als Ziel auswählen? Nö. Man muss es einzeln anklicken. Da habe ich hier kein Photon-Ding. Einfach zerstören. Weg damit. Habe ich hier keine Photonen. So, der zweite Scanner sollte ja auch fertig sein. Was habe ich gebaut? Ist das der richtige Scanner? Ja, der Intel-Scanner ist das. Sehr gut. Hier kommt noch ein Verteidigungsturm oben drauf. Hier hoch. Dann baust du mir bitte interne Stromkomponenten. Wo sind denn die? Das gab mir doch die Möglichkeit, diese internen Stromdinger zu bauen. Kraftzellen, da sind sie. Deswegen willst du da nicht hin. Davon kannst du mir direkt mal vier Stück bauen. Ich hatte im Kopf, dass die... Weil du dumm bist. Dass die da sind. Was? Weil ich dumm bin? Nein, nicht du, Mann. Ach so. Ich wollte gerade sagen, nee. Hab doch gar nichts gemacht. Nicht du. Ach, der fährt da nicht hin, weil da Fäulnis ist. Oh. Ist ja schon wieder 10 von 10. Wegen dümpelt er da hin und her. Pass mal auf, ihr macht mal jeweils noch mal einen Schildgenerator, zwei Stück. Und dann dürfen die sich auch gleich auf Forschung begeben. Schade, dass man nicht einfach sagen kann, ich hätte davon gerne 20 Stück und die Fabriken fangen automatisch an zu arbeiten. Gibt's vielleicht die Möglichkeit, ist auch gut und schön. Ich weiß noch nicht wie. Da scheitert's noch, da scheitert's noch richtig. So, Ablenks brauchst du mir nicht mehr herzustellen. Du schaltest mir bitte die... Fokus. Ermöglicht zu liegen als Signalregisters. Nee, das würde ich auch nicht. Hokus Pokus, wo ist der Fokus? Wegweiser, zeig Text anstelle von visuellen Dingern. Blabla, nö. Verhaltenssteuerung, die wollte ich haben. Ich bin gleich durch. Bist gleich fertig? Ja. Träumchen. Oh, Gott sei Dank, endlich. Absolutes Träumchen. Ich muss mir nur kurz die Forschung zusammen basteln. Aber ich bin gleich fertig. Gott sei Dank. So,
Was produzierst du an Strom? Stromgewinnung 500? Oh mein Gott. Nee. Nein. Nee, kannst mich Istra nennen. Wo gerade meinen Real-Life-Namen sagen. Schnuggi, das Beste, was du machen kannst. 10 von 10. So, und du produzierst ihm Strom. Gut. Ihr zwei könnt das los. Nein, nicht angreifen. Ihr sollt ihr gar nichts angreifen. Ihr sollt scannen, sollt ihr. Ich habe eine alte Klassenkameradin getroffen. So, Konsole ansehen. Da zeigt mir ja getrennter Stromkreis. Oh yeah. Oha. Die müssen jetzt von 1 bis 8, 1 bis das, ach, ist ja. Von da. TNT, Dynamite. Du meine Güte. So, dann muss das dahin. Ich hab keine Energie. Das muss dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ich habe keine Energie. Schiebe die Zahlen in eine numerische Reihenfolge, okay. Oh, oh Gott, jetzt geht das los. Ich bin zu dumm dazu. Oh, 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 oh. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Oh mein Gott. Entschuldigung. Gesundheit. Oh Gott, Entschuldigung. Gesundheit. Sorry. Erstmal schön im Let's Play den Leuten das Gehirn wegpusten. Moin. Standard. Boah, ich und diese Dinger, ne? Das ist ja so 10 von 10 die Dinger, die ich hasse. Ja. Ich hasse Dinger auch. Dinger. Ja, dieses Bring das in eine numerische Reihenfolge. Ich hasse so manche Dinge auch. Ja, ich auch. Absolut. Von da. So, den haben wir da. Oh, endlich. Was haben wir gekriegt? Einen kleinen modularen Reaktor. Okay, und Forschung verfügbar eine. Aha. Ich glaube mal was ausprobieren. Gehen wir zum nächsten. Oh, Gegenstand übertragen. Was kriegen wir? Aluminiumstäbe. Yay. Warte mal, habe ich bei dem anderen auch noch was? Nö. Das war also quasi der Start davor. Schon Konsole ansehen. Boah, euer Ernst. 1, 2, 3. Ich komm vorbei. 4, 5, 6, 7, 8. Gott sei Dank. So. Nimm mit den Spaß. Menschliche Entdeckung. Forschung öffnen. Datenwürfel in Gelb verfügbar. So, Konsole ansehen. Eins, zwei. Polizei, drei, vier. Körner, vier, fünf, sechs. Antikrieg, sieben, acht. Gute Nacht. Ich will immer Escape drücken. Warum? Weiß ich nicht. Für was? Weiß ich nicht. Willst du Pause machen? Nee, ich will keine Pause machen. Nee, hätte ja sein können. Ich habe irgendwie immer diesen endlosen Drang, drück Escape. Wenn ich raus möchte aus den Menüs. So. Ja, kenne ich. So, dann und dann öffnet sich das Menü. Ja, allerdings dein anderes. Ja, genau. Ich denke mir, hä? Und den kannst du kaputt machen. Den kannst du kaputt machen. Wir hinterlassen keine Zeugen. Sag mal, machst du vollendes Plasma schon? Ja.
Wie viel Effizienzmodule hast du da drin? Zwei. Zwei interne Effizienzmodule, ein Fäulnisbehälter und drei Raffinerien dafür. Ey, das ist so krass. Das Zeug dauert so ewig und 3 Tage, bis das hergestellt wird. Ich habe jetzt 3 interne Effizienzmodule und 2 kleines Effizienzmodul. Und jetzt habe ich eine Produktion von, warte mal, konnte man doch irgendwo einsehen. Ach da. Jetzt habe ich eine Komponenteffizienz von 260%. Ja. Und das Ding dauert jetzt immer noch, na was heißt immer noch, aber immerhin nur 11,6%. Also 6 Sekunden. Meiner dauert bei 2 Modulen 21,6 Sekunden. Mhm. Das Problem ist aber auch, dass ich das Problem habe, dass bei mir die Fäulnis nicht hinterherkommt. Dasselbe Problem habe ich auch. Anscheinend kommt sie mittlerweile hinterher. Ich kriege anscheinend nicht genügend transportiert. Transportiert. Okay. Oh. Ja, pass auf, da müssen wir hier mal kurz improvisieren. Da gerät wir mal schnell rein. Das machen wir mal fix. Machen wir mal. Ja, hier 6 Bots fertig. Die kriegen alle so einen Rüssel aufs Dach. Und dann können sie den Scheiß transportieren. Gerätscht er mal kurz rein. Da muss ich mal kurz reingerätschen. So, neue Forschung freigeschaltet. Wir haben die menschliche Intelligenz in Forschung. Was brauchen wir denn dafür? Ja, viel Spaß. Anforderungen, verbleibende Gegenstand, so 40 Transformatoren. Oh. Jungs, könntet ihr da mal dahin? Transformatoren produzieren wir in der Montageanlage. Juhu, das heißt, wir brauchen jetzt demnächst den nächsten Strang. Geil. Bin ich ja absolut Träumchen von, Fan von. So, das heißt, wir müssen jetzt uns zwangsweise hier rüber expandieren, weil wir brauchen Platz. Und ans Latrinenerz würde ich auch ganz gerne langsam ran. Da habe ich echt Glück. Wieso? Weil ich so ein Latrinenerz genau vor meiner Basis stehen habe. Ich Tatsache auch, plus Kristallblocken. Kristallbrocken. Kristallblocken. Du kannst ja zerstören. Man ja nur also, ne? Ja, klar kann man die kaputt machen. Ja, natürlich. Also, das weiß man ja auch von an auf Anhieb so. Ja, also ich weiß das, weil es sind zwar nicht meine eigenen Erfahrungswerte, wo ich drauf zurückgreife, aber ich greife auf welche zurück. War schon belastend, muss ich leider sagen. Das glaube ich dir. Sei froh, dass das Spiel auf Autospeichern steht und alle 5 Minuten speichert. Oh ja. Und jetzt weißt du, warum ich immer noch der Meinung bin, jedes verdammte Spiel braucht einen Autosave-Modus. Jedes verdammte Strategiespiel braucht so eins, weil du begehst einen Fehler, der quasi so immens ist wie das da zum Beispiel, sodass du ein Erz löscht, was endlos ist, dann stehst du einfach dumm da. Ja, definitiv. Also das war schon nicht geil. Muss ich leider sagen. Es würde ja ausreichen, wenn du dich jetzt hinstellst und das Problem hast, dass das nächste Erz in der gegnerischen Basis steht und du kommst nicht ran. Ja. So, ja gut, dann würde ich die Basis einfach platt machen. Ist mega. Ja, aber du stell dir mal vor, du hast keine Fahrzeuge und kriegst keine Ressourcen nach, weil es jetzt zum Beispiel ein Kristall fehlt. Ja, okay, das wäre belastend. So minimal. Na, das wäre ja wirklich ekelhaft. Ja, also wenn ich jetzt zu dir rüberfahren müsste und dich platt machen müsste, also da brauche ich auch ein paar mehr Fahrzeuge. Ich denke auch. Zumal ich meinen ganzen Baubereich hier einfach nur systematisch erweitere. Apropos. Indem ich Mauern mit Türmen ziehe. Machen wir das eigentlich zum Schluss? Was, wenn wir durch sind, uns platt machen? PvP? Können wir machen. Das wird ja lustig. Also ich bin aber für die Variante, dass wenn wir das dann zum Schluss machen, wir uns aber noch ein Backup von dem Spielstand anlegen. Den werde ich extra abspeichern. Ja, das sowieso, weil es gibt ja noch mehr Updates. Ich wollte gerade sagen, weil ich rieche das schon. Ne? Wir fangen an mit, ja hey, wir machen jetzt PvP, wir hauen uns gegenseitig auf die Ummel, fahren beide hinterrücks bei uns in die Basis rein, machen die gegnerische Basis platt und dann kommt der Entwickler, hey guck mal, ich habe ein Update für euch.
Ja, geil. 20 GB neuer Content gönnt ihr, was? Dann würden wir auch da stehen. Danke für gar nichts. Sehr schlecht. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut und Tschüssikowski. Tschüss.